Reiskocher, ganz ehrlich, der muss draußen bleiben. Genau wie Wasserkocher eigentlich. KW. Oh boy, oh boy, oh boy. Na, habt ihr da Fischbräter ist wieder dabei? So. Welche Art von Spiel ist das? Das ist ein Verzweiflungsspiel. Das ist ein Ich-treibe-dich-in-die-Verzweiflung-Spiel. Ich fange sehr schön an und dann mache ich dich fertig Spiel. So, wir wohnen jetzt aber sehr schön, ne? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir wohnen sehr schön. Tetris für Erwachsene, ja. Ja. Trifft's leider sehr gut. Und Rumike, dankeschön, vielen Dank. Ja, ich mache ja nichts, ich sitze ja nur hier rum und fluche. Und spiele Kinderspiele. So. Und Reli, auch die dankeschön, Reli. Vielen Dank, dankeschön. So, ich mache die Tassen erstmal alle da rein. Und die Lieblingstasse kommt hier in die Ecke. Gläser, weiß ich noch nicht genau. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir haben, ehrlich gesagt, am Ende. Und Gauk, auch dir Dankeschön. Was? Was? Ich konnte... Kannst du das nochmal in den Chat schreiben? Was? Ach da. Wurde vor 3 Tagen 22. Hab angefangen, nicht zu schauen, dass die 11 war. Ach du Scheiße. Oh Gauk, das tut mir voll leid. Ich entschuldige mich dafür. Was habe ich nur getan? Oh, das ist so lustig, das ganze kleine Zeug in den Kisten. Noch eine Keksform, noch eine, noch eine. Ja, ist wirklich so, ne? So alles einzeln verpackt irgendwie. Oh, Junge. Und Funisher, auch die Dankeschön und schlaf gut. Tschüss. So, Kühlschrankmagneten, natürlich. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Erinnerung. Oh, wie süß. Noch ein Glas. Und vor allen Dingen nichts thematisch gepackt. Alles durcheinander. Wer packt denn so? Ich hoffe, die nehmen sich irgendwann ein Umzugsunternehmen oder sowas. Noch eine einzelne Keksform. Eine einzelne Keksform in diesem Karton. Warum? Ich verstehe es nicht. Was sind das für Menschen, die das machen? Ich packe auch so Zwergen als schäm dich. Du siehst doch, wie viel Leid dadurch entsteht. So, das Vibro-Ei. Hier ist wieder für den Kühlschrank, was so fehlt. Aus irgendeinem Grund sind die Wale jetzt hier. Bleibt da natürlich nicht. Oh, oh, hier Würze. Die kommen da oben direkt, ne, drüber zum Würzen, klar. Habt ihr vielleicht schon mal was von gehört? Man sagt ja auch Würzhaus. So. Ein Döschenöffner. Knoblauchpresse. Ein Backblech. Ich leg das Backblech mal demonstrativ vor den Ofen, ja? Ich mach das mal ganz kurz. So, Schälchen. Oh. Oh, nein. Nein. Na, ja, Mann. Ja. Okay, schon wieder Käse. Sag mal, wie viele Ungeziefer haben die denn? Was ist denn? Ist das eine Kiwi? Ist das eine halbe Kiwi oder was? Ach, das sind wieder Kühlschrankmagneten. Oh, Kacke. Oh, Kacke. So. 1 = 2. So. Oh, Messerblock, so wichtig. Direkt mal hier hin. Eigentlich mehr dahin. Wir haben sehr wenig Arbeitsfläche irgendwie, ne? Da hinten kannst du ja nicht arbeiten. Hier vielleicht ein bisschen auf der Ecke oder da. Ist nicht so viel Arbeitsfläche. Buffalo, was? Was hat er geschrieben? Was? Jedes Video auf YouTube nicht nur einmal.
Oh Gott, du Armer. Jedes? So lange kannst du gar nicht leben. Das ist de facto unmöglich. Ich mache das seit 300 Jahren. Wie Leute immer wieder feststellen. Aber mal, das waren die Löffel, ne? Löffel dahin, dann Gabel in die Mitte. Das sind Kleinlöffel. Das ist die Flasche, die wir seit Jahren haben. Oh nein. Oh nein. So, Alexander, danke schön. Ja, Alexander, danke schön. Was ist das denn hier für eine... Das muss doch nicht sein. Oh, diese Anti-Hero-Scheiße, ne? Ich meine, ich lieb sie halt sehr. Aber... Oh. Anti-Hero, Anti-Hero, Anti-Hero. Warum bist du nicht mehr wie Anti-Hero? Internet Explorer 3, Artificial Intelligence. Intelligenz. Da ist alles dabei. Wir lieben Internet Explorer 3. So, hier geht's noch weiter. Kaktus. Kaktusstern. So, warte. Nein, der Griff muss eigentlich natürlich andersrum, ne? Das muss natürlich so rum. Oh, ja, hier Zange. Das sind, glaube ich, die Kerzen wieder, ne? Aua. In der Kanalbeschreibung steht seit 1896. Ich habe das ja... Das habe ich ja da reingeschrieben. Deswegen steht es ja da. Das ist richtig, ja. So, diese komischen Dinger wieder. Ja, natürlich, natürliche Abtropfding. Und Ofenhandschuhe, Leute. Wo kommen die Ofenhandschuhe denn bloß hin? Eigentlich in die Nähe des Ofens. Natürlich ganz unten. Oh, Junge. So, ich mach erstmal hier, ich mach erstmal alles auf. So. Große Teller, weißt du was? Die packe ich schon mal direkt dahin. So. Schneidebrett. Und die gute alte 10 Kilo Mikrowelle. Ich würde sagen, die kleinen Teller kommen dann hier neben, ne? Vielleicht passt da noch was zwischen. Schöner Honig. Ich weiß noch nicht genau. Und die Dinger müssten dann eigentlich dahin. So. Ich würde gerne probieren, Ofenhandschuhe hier unten raus. Und kann man die eventuell... Man lässt uns keine anderen Wahl. Die Kleinteller gehen nicht auf die großen Leute. Die gehen leider nicht drauf. Krieg ich die Schüssel? Krieg ich das noch? Nee, krieg ich nicht dahin, ne? Nee. Ich würde doch sonst die Kleinteller auf die großen machen. Ich bitte euch. So. Dann das weitermachen. Was ist denn... Ach so. Oh nein, das verkackte Nudelsieb. Und der Topf, der passt aber nirgendwo rein. Okay, warte. Die Pfanne, die können wir ruhig hier draufstellen. Das geht schon. Und natürlich noch für gedämpften Reis und Gemüse. Das kommt natürlich alles dahin. Haben wir fürs Handtuch hier irgendein... Da. So. Natürlich haben wir noch andere Handtücher. So, ist das ein Poster? Das ist ein Müllsäcke, ne? Das ist ein Poster von Anti-Hero. So, warte. Okay, warte mal. Katzenklo. Okay, puh, das wird sportlich alles. Backsachen. Hier. Bisschen über die Ofensachen, die Backsachen. Wie zum Beispiel das Nudelholz. Und dann die ganzen... Schneideförmchen. Passt da noch was anderes rein eventuell? Müllsäcke oder... So.
Käse? Käse, Knoblauchdingens. So. Das muss dann hier rein. So. Dosierlöffelchen. Okay, passt das Vibro-Ei noch rein? Ja, okay, super. Und vorne würde theoretisch auch noch was reinpassen, aber ich weiß noch nicht genau was. Und hier? Einfach Melli, dankeschön. Deine, was? Lieblingssorte von Instick. Hoffentlich eine, die es bald geben wird. Ich darf es noch nicht sagen, aber ich teste gerade was. Ich hoffe, das wird meine Lieblingssorte. Ja. Ja, ja, ja. Ich darf das quasi gerade selber. Ich habe das selber in Auftrag gegeben, weil ich mir das gewünscht habe. Als Sorte. Und jetzt wird es gerade getestet. Ja. Also mal gucken. Bin gespannt. Am Herd ist noch Platz für ein Handtuch. Du hast völlig recht. So. Hast du absolut recht. So, Küchenrolle hierhin. Gronkhs Stinkesockengeschmack. Ja, genau in die Richtung wollten wir gehen. Stinkesocken ist genau da. Das ist immer eine sehr gute Tendenz. So. So, kann ich den Kaffee da... Ja, der Kaffee passt da noch mit rein, okay. Diese eine Tasse hier, ne? Da müsste das hier, da drauf. Dieses komische Ding hier, keine Ahnung. Es nicht, ne? Hier ist... Gefühlt ist es hier noch enger jetzt als letztes Mal. Keine Ahnung. So, die Mülltüte oder Schwämmchen? Ja, die Mülltüten müssen wir... Oh. Hier passt ja auch noch irgendwas rein. Ich weiß noch nicht genau, was hier reinpasst. Wahrscheinlich die Mülltüten, ne? Ja, die Mülltüten gehen hier auch drunter. Und eventuell... Sowas hier? Nee. Ja, das passt da ganz gut hin. Dieser Topf auch. Wo soll... Oh, die haben wir ja auch noch. Ach, fuck my life. Naja. Gläser und Tassen stapeln? Ich glaube, das geht nicht. Nee. Das geht nicht. Wohin packe ich denn mal ihr komisches Zeug schon wieder? Ich mache das mal hier oben drauf, ne? Das sind ja unsere Sachen hier. Von ihren Sachen sind nicht mehr so viel übrig geblieben. Und Salz. Ganz ehrlich, Salz kommt direkt hier hin. Ach, da ist ja auch noch Zeugs. Okay, warte. Das staubt halt eh alles ein. Wir haben auch in der letzten Wohnung ständig bestellt, das ist alles eingestaubt. Oder wir gehen halt essen. Und wo ist denn mein, wo ist denn mein Dingens hier? Chanukka-Dingens da? Entschuldigung. So. Wenn es staubt, ziehen wir einfach um. So machen wir's. Dafür, dass wir so ein großes Haus haben, ist das hier aber schon alles noch ein bisschen übersichtlich, ne? Also Stauraum haben die auf jeden Fall nicht so viel. So, dahinter die Kerzen und das Klopapier. Was machen wir mit dem Wal? Schon. Es wird aber zu viel hier, ne? Das ist aber schon, das ist aber, wow, das ist aber schon sehr, na gut. Hier müssen wir auch noch zu Ende machen. Furchtbar. Ach, die Mikrowelle.
probier mal was. Ich will nur mal gucken, wie es aussieht. Ja, die muss schon dahin. 7.12 Uhr, klar. Da, wo der Wasserkocher ist, nee, da musst du ja immer drüber beugen über das Abtropfsieb und dann irgendwie da hin. Nee, komm. Das ist schon gut, das ist so Kopfhöhe, so, da kannst du alles so schön bequem reinmachen und sowas. Das geht schon ganz gut. Diese eine Kacktasse hier, ne? Verrat es niemandem. Habt ihr nicht bei mir gesehen, dass ich das gemacht habe? Oh, ist das furchtbar hier alles. Oh, ist das unbefriedigend. Okay, ihr habt recht. Ja, habt ihr recht. Machen wir so. Finde ich, sieht ganz gut aus. So, dann ist die Küche fertig, ne? Ich würde die so lassen. Ich mach die Mikrowelle nicht auf den Kühlschrank. Weißt du, wie groß der Kühlschrank ist? Oder. Das macht keiner. Nein. Und wo soll ich die Backbleche hinpacken? Da, die ist hier schon. Hier ist sie gut aufgehoben. Die passt da schon ganz gut rein. Guck mal, ich mach das Kaffee-Ding lieber hier runter nochmal. Sieht ja auch nice aus. Ah ja. Es geht schon. Es geht schon. Das hier gefällt mir hier unten noch nicht persönlich. Einfach mal die Dankeschön. Bitte keine Grüße erfragen. Bitte nicht machen. Sei mir bitte nicht böse. Sonst machen wir den ganzen Abend nichts anderes. So. Tausch die Soße mit dem Backblech. Aber wenn du was backen willst, wie kommst du nach oben ran? Und ich will. Will ich das auf dem Kühlschrank stehen haben? Das sieht ja aus wie eine Messi-Wohnung dann. Machen wir nicht. Und ich glaube, der muss ins Büro, ne? Mikrowelle mit Reis- und Wasserkocher tauschen. Das heißt, du willst den Reiskocher und den Wasserkocher da oben ins Holzregal stellen. Also da oben hin. Kochst du oft? Also, ich frag nur mal, kochst du oft? Backbleche unter den Herd. Ich bin so traurig, ne? Ich bin aber so. Das macht mich aber betroffen. So. Oh, nö. Ach, das kann man auch an die Wand hängen. Cool, was immer es ist. Es sieht an der Wand genauso gut aus wie überall anders. Ja, unser Fantasy-Buch. Ja. Oh, es sind noch neue Bücher. Sind das Ihre Bücher? Das sieht auch ganz cool aus. So, hier. Ein Glas zu euren Ehren. Natürlich. Natürlich ist hier eine andere Wahl. Okay. Was ist denn? Wer packt das denn ein? Wer hat das gepackt? Ich dachte, ich bin fertig im Büro und dann kommt die ganze Scheiße hier raus. Die regen mich auf. Die regen mich auf, wie die einpacken. Was ist das für eine Scheiße? Holy shit, Winsane, dankeschön. Vielen Dank. Was? Ein schönes Wachwerden. Ja, dann guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir regen uns nicht auf. Wer packt denn... Kacke, ganz ehrlich. Das wird recycelt und ist gut. Ach, hier kommt das auf den Tisch, alles klar. Stell es schön nach oben ins Regal. Ja, ich hab's verstanden. So, und dann hier, was ist das hier? Ich brauche einen verfickten Zen-Garten.
Da gehe ich da mit der Hake einfach so, so durch. Was soll ich mit dem Anti... Was soll ich das nennen? Das passt hier nirgends hin. Hier neben die Gardine. Weißt du, wie scheiße das hier aussieht im Zimmer? Das... Ernsthaft? Das ist der einzige Ort, wo es hingeht. Der einzige. Ich kann es nur hier hinhängen. Was ist das für eine Kacke? Ich will das nicht. Oh, cool, noch ein Ringbuch. Ich habe das Gefühl, von Mal zu Mal packen die auch immer beschissener ein. Ich muss beim Auspacken immer erst sortieren, statt beim Einpacken. Es wäre auch zu schön gewesen, ne? Es wäre zu schön gewesen. Ey, die beiden sind so lebensunfähig, ne? Die sind so lebensunfähig einfach. Ja, komm. Wirklich? Spiel? Wirklich? Ist ja allerhand. Die Sachen gehören gar nicht hierhin, ist ja erstaunlich. Was sind das eigentlich für komische Klimbim-Bücher hier? Das ist ein Babybuch. Wer braucht denn sowas? So, das gehört gar nicht, das gehört eigentlich ins Büro. Ich weiß, ich weiß. Das Spiel ist mega entspannt. Ich fühle mich auch gleich viel besser. Ich hoffe, wir ziehen gleich um in so ein 30-Zimmer-Haushalt. Das wäre toll. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann ziehen wir am besten mit einer Großfamilie zusammen. So eine Messi-Großfamilie. Das wäre toll. Da würde ich mich freuen. Das würde mir alles geben. So. Ah ja, die müssen hier nochmal. Die müssen noch weg. Warum sitzen die so nah beieinander? Wer ist denn? So. Da wird ihrem Gott geopfert. Der Gott heißt Hobel. So. Oder weißt du was? Ich mach diesen riesigen Kerzenleuchter, mach jetzt hier in die Mitte. Dann sehen die sich einfach gar nicht mehr. Kann ich nicht aufs Platzdeckchen machen? Natürlich kann ich das nicht aufs Platzdeckchen machen. Na, warum soll ich denn auch, hm? Warum sollte das aufs Platzdeckchen gehen, hm? Natürlich, warum sollte das denn gehen? Warum soll ich überhaupt irgendwas aufs Platzdeckchen stellen? Das ist ja nur ein Platzdeckchen. So, hier. Bub. Gut. Das hier ist auch irgendwie so, ne? Unfulfillend. Nein. Fehlt irgendwas? So. Servietten. Und eine schöne Obstschale. Ich lasse sie da einfach stehen, ganz ehrlich. Die Gläser in Zweierreihen könnte ich machen, aber dann hätte ich ja noch mehr Platz hier. Ich will das ja, ich will ja auch mal ein bisschen... Ich will das ja auch mal schön machen, weißt du? Ich will ja auch mal ein bisschen Raum zeigen. Und das Poster ist aber richtig. Ich... Warum ist das Poster denn hier richtig? Das blinkt nicht rot, das gehört da wirklich hin. Dieser schöne Esszimmer und dann ist da einfach dieses... Gut, ich mach das mal dahin. Ich lass mich da gerne überreden. Ja, der Laptop kommt natürlich ins Arbeitszimmer oder so. Oder vielleicht gehört er auch... Der gehört hier auf den Tisch. Natürlich gehört der hier auf den Tisch. Der gehört natürlich... Laptop gehört natürlich auf den Esstisch.
Weiß ja jeder. Nein, es geht nicht. Man kann das Poster nicht abnehmen. Es muss, das Poster muss da sein. Es ist einfach... Warte mal, der kann da nicht... Der Globus? Wo soll der Globus denn hin? Wohin gehört denn der Globus, wenn nicht hierher? Achso, dahin. Klar, das, natürlich, das... Okay. Das kann man auch nicht stapeln, natürlich nicht. Und der Laptop, einfach hier aufs Eck? Einfach aufs Eck, okay, cool. Cool, cool, ciao. So. Vorhin hatten wir noch ein Artefakt vom Islam. Kann man einfach zum Judentum konvertieren? Sei mir nicht böse. Das ist mir kackegal. Das ist mir kackegal. Ich hänge hier einfach alles auf, was da in den Kisten ist. Ich hänge hier was vom Islam auf mit der schützenden Hand. Ich stelle hier diesen Chanukka-Leuchter auf. Und wenn ich hier Modistending mache und noch irgendwelche anderen Götter, alles rein. Hau doch einfach alle... Warum denn nicht? So. Aber das Poster ist signiert. So. Okay, das Ding würde ich am liebsten ins Arbeitszimmer legen, aber... Das sind meine geheimen Secret-Ideen. Die lasse ich da mal. So. Was ist denn... Oh nein, hat sie sich beschwert, weil ihre Sachen da oben stehen. Oh, diese Lulli-Öle. Das ist doch einfach nicht... Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Was mache ich jetzt mit dieser Kacke? Wo soll das jetzt hin? Und die eine Tasse. Ach so, die darf natürlich nicht auf der Arbeitsfläche stehen, klar. Aber der Wal, der ist da okay, ja? Dieser eine Wal, der ist okay. So, so. Kann ich den... Ich mach den da unten rein. Der Wal ist flexibel. So, ansonsten hier stimmt... Oh nein, ich war hier noch gar nicht fertig. Oh nein. Oh nein. Die Erde stimmte aber auch da. Okay, finde ich gut. Erde im Regal. Das ist meine liebste Erde. So. DVD ist unten, Blu-ray ist oben und dann noch Erde ins Regal. Finde ich gut. Dann hier oben eine Gießkanne, weil die hier echt schön aussieht und dieses komische Atemspray. Das macht sich wirklich schön auf den Regalen. Finde ich toll, dass sie das hier hat. So, ganz oben diese Spiele, die eh nie jemand spielt. Von uns. Finde ich auch, finde ich fantastisch. So, die Dinger kommen hier... Ne, die, ach, die können nicht unterm Tisch stehen. Weil ich spiele das Handheld natürlich, klar. Aber hier oben geht... Da oben geht, da sind die besser aufgehoben. Da muss ich mich aufstehen, zum Regal gehen, da oben hochgreifen, bevor ich hier was spiele. Ja, das ist gut. Ja. So. Ich würde hier gerne aufmachen. Haben wir das jetzt? Ist hier alles flott? Ja, ne? Nix blinkt mehr? Sei doch nicht so salty. Was? Weiß nicht, was du meinst. Ich bin mit allen Entscheidungen einverstanden. Die Sommerschuhe müssen nach oben. So, als ob. Oh, das Handtuch war noch drin. Was soll ich mit dem Scheißding machen? Mit diesem Schmutz hier? Das ist der Wäsche... Ist das nicht der Wäschekorb? Aber ich kann ihn doch da hinstellen, wenn ich will.
Ja, aber hier auf die Waage kann ich mich stellen, wenn da oben Handtücher sind und so ein komisches Ding in der Fresse oder was? Manchmal frage ich mich Fragen. So, und diese komische Grütze hier kann also da oben im Regal nicht existieren, weil die viel zu wichtig ist. Ah, da unten geht auch nicht, klar. Was ist das überhaupt? Was ist das? Ich... Was ist das? Ist das Ohrstäbchen? Nee, ne? In so einem Glas? Creme? Creme gegen Fußpilz. Gut, du kennst dich da auch mal sehr gut aus. Dann nehme ich deinen Expertenratschlag an und stelle das jetzt einmal hier rein. Aber die eine Creme, das Ding kann da drin stehen. Das eine Ding kann aber da hinten. Okay, cool. So, der hier muss ins Arbeitszimmer, glaube ich, ne? Der kann ruhig hier stehen, oder? Der justiert einen in der Badewanne. Okay, cool. Cool, 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 cool. Wo ist denn der Eiffelturm? Heilige, heilige, Puppe, heilige. So, haben wir es jetzt hier, ja, ne? Okay. Kopfhörer habe ich mir gedacht. Aber ihr komisches... Das ist doch kein Thermometer. Das ist doch kein Thermometer. Das ist kein Thermometer. Das ist kein Thermometer. Räucherstäbchen, Alter. Okay, ich weiß es nicht. Ich will nie wieder umziehen! Ich will nie wieder umziehen. Oh Gott, ich will nie wieder umziehen. Bitte mach, dass wir nicht mehr umziehen. Oh, bitte nicht mehr umziehen. Ich will nicht mehr. Wir sind genug umgezogen. Wir wohnen in einem schönen Haus. Wir haben ein Kind. Es ist doch alles fantastisch. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und jetzt bete ich mich zu Allah und alle Götter. Alle, die da sind. Lieber Herr Jesus, sieh doch mal die Preise auf dem Immobilienmarkt. Lass uns einfach hier wohnen bleiben. Es sieht am Ende immer alles sehr schön aus, ne? My professional space for me the professional. Errungenschaft freigeschaltet. Zu Hause ist es am schönsten. Oh, warte mal, es geht nicht mehr weiter. Herr Jesus hat uns erhört. Ja, ja, wir sind angekommen. Witchbeat. Oh. Pulls up, there's a knock on the door. Now all your stuff is here in boxes on the floor. You open up a box, there is so much to do. I open up my heart, this is now a home for two. Das sind unsere, wie wir es eingerichtet haben hier überall. Cool. Your house plant brightens up, the dreary windowsill. Your blanket keeps us warm in the evening chill. We pull your favorite mug out of the packing foam. Stick magnets on the fridge. And we make this house a things belong to me now.
Ja, 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 ja. Ja, die Kükis! Ja! Slowly, slowly our things combine. Your favorite stuffed toy right next to mine. Our prized possessions in a prime location. On the bedroom shelf. I smile to myself. You cut the tape with my Stanley knife. It's mine. We unpack our life. We unpack our life. I smile to myself. Aww. Ich lebe aber noch, da, wie bis 2018. Ich lebe noch. Oh, da bin ich. Mit meiner Frau. Das habe ich gerade gesungen. Das habe ich gerade gesungen auf meiner Ukulele, weil ich es ja gelernt habe. Und da, oh, guck mal, da ist Schweini. Oh, Schweini. Oh, wie schön. Oh, nice. Features unlocked. You can now listen to tracks from the whole game by enabling Shuffle Music under Audio Settings. Once the stage is unpacked, you can now toggle assessment on and off, temporarily hiding item highlights and the star button. Okay. Das war ein Spielstand hier, ne? So, thanks for joining me on this journey. Wollte ich nur mal sagen, ne? Guck mir jetzt alle unsere Räume nochmal. Ah, ist das schön, wenn man es gemacht hat. Ach, schön. Guck mal, wir haben auch die Lampen mal angemacht. Fliege. Making this... Oh, da waren wir zurück im Kinderzimmer. Da waren wir zurück im Kinderzimmer. Ja, das war die düstere Phase nach ihm. Ja. Manchmal habe ich immer noch sein Aftershave in der Nase, aber oh, da wird mir immer so ein bisschen anders. Ich fühle mich unwohl einfach nur noch. Früher habe ich mich wohl gefühlt, aber inzwischen... Zeitraffer? Was? Quick Playback! Ich war so schnell. Hä, wieso Quick Playback? Das habe ich alle so schnell gemacht. Ihr wart doch dabei. Ihr wart doch dabei. Das war alles. Das ist genau die Realgeschwindigkeit. Das läuft bei mir immer so. Oh, hey, eine Frisbee. Komm mal, Fliege. Eine Frisbee. Hey, cool. Ja, zack, zack, zack. Ja, das kommt dahin, dahin. Okay, alles klar. Das mache ich dahin, dahin, dahin. Okay, zack. Na? Okay, ich guck mal, was da drin ist. Und die Socken kommen gleich da rein. Alles klar, zack, zack, zack. Okay, ich hör da rein. Das hänge ich erstmal da auf. Okay, das Cap erstmal da aufs Regal. Dann das. Okay, BHs kommen da rein. Die Schuhe natürlich. Und dann hier das alles rüber nochmal. Schuhe erstmal rein. Die Shirts erstmal nach da. Und dann alles dahin. So, zack, 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 zack. Alles natürlich so ein bisschen, dass das passt auch mit den Farben. Und dann hier, zack, das kommt noch rüber. Und dann würde ich nochmal da hopp, hopp, hopp reinmachen. So, alles nochmal umsortiert ein bisschen. Muss ja auch passen. Und dann hier nochmal die Schuhe rein. Und dann nochmal die Schuhe raus. Und dann nochmal die Schuhe rein. Und dann nochmal hier die Yogamatte natürlich. Und dann Frisbee alles in das Bett. Zack. So, und dann mal schauen, wie mache ich das hier am besten, alles klar. Screen wollt ihr nicht, alles klar, dann mache ich das nochmal da rüber, alles klar, dann mache ich das nochmal, das da hopp, 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 und dann haben wir das alles da, ne? Dann kommt das so nach oben, der Rechner geht an, dann gehe ich mal kurz rüber hier ins Dingens, das frisst mir nochmal da rein, und dann sortiere ich da oben, das kommt nochmal da rein, okay, dann hier nochmal raus, 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 das Hühnchen, da muss man gucken. Hier nochmal schauen, ne, okay, dann mache ich nochmal hier nochmal rein und dann an die Wand, zack, und dann mache ich nochmal ins Regal und auch den, ne, die Bücher nochmal schnell, und dann gucken wir nochmal schnell, dass ich nochmal hier mal mache, und dann gucke ich mal ganz kurz hier, und das kommt rüber, okay, habe ich gleich gesehen, das fehlt noch da drin, okay, cool, und dann gehe ich mal rüber, und dann schauen wir, so Bilder an die Wand, und dann mache ich
dann die Bücher ins Regal und dann mal hier noch ein paar Bilder und dann zack, die Konsole natürlich, Spieler und alles, alles auf der Hammer, alles auf dem Sofa. Dann den Top hier rein, raus und dann wieder darüber und dann zack, das kommt darüber. Ich weiß noch nicht, was das ist. Das kommt darüber und dann mache ich das mal dahin und dann dahin und dann dahin und dann dahin und dann habe ich das nochmal die Frisbee und das Bett und dann dahin. So, und dann da nochmal out und dazu und dann nochmal da rein und dann nochmal ein bisschen Korrektur und dann war fertig. Legitim. Ist legitim, finde ich, ne? Okay, jetzt. Ich will mal eine Sache ganz kurz eben. Das hier im Zeitraffer. Währenddessen trinke ich mal was. Ich kann's leider nicht abbrechen. Ah, doch. Okay, let's go. Diese beruhigende Musik dabei, ne? Heilige Scheiße. Selbst auf höchster Geschwindigkeit und nur beim Zugucken, heilige Scheiße, ist das viel Stuff einfach. Ist das viel Stuff? Wie haben wir das überhaupt geschafft? Wat? Wat? Okay, cool. Was habt ihr Freitagabend so gemacht? Ja, das ist... Ich hätte nicht gedacht, dass das Stream sich... Anti-Hero! Anti-Hero Season 2, dieses Poster! Erledigt. Backofen. Schön. Oh, Electrical Hazard. Es gibt noch ein paar Sticker, die wir noch nicht gemacht haben. Tidy Whiteys. Irgendwas mit Windeln. Oh, man kann Kaffee machen. Brilliantly solved. Haben wir natürlich nicht. Und hier fehlen uns ganz viele. Solve a Puzzle. Head on Head. Got a Flush em All. Baby Builder. Ich hab doch mit den Blöcken hab ich gebaut. Ich hab doch mit den Blöcken gebaut. Ja, da muss ich da nochmal durchspielen. Schade. Puh. Das war sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Das war Unpacking. Und ich liebe Schweini. Jetzt will ich auch ein Schweini haben. Das ich schon immer hatte, aber was schwierig ist. Es hat echt schön angefangen, da wurde es wirklich anstrengend. Da wurde es wirklich, wirklich sehr, sehr anstrengend. Kann ich hier oben eigentlich... Nein, geht nicht. Schade. Na gut. Tschüss, Unpacking. Mach's gut. Tschüss. Falls ihr auf YouTube kommt, auch nochmal vorsichtshalber, ne? Ciao mit V. Tschö. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie.